Oh mein Gott, es geht ja schon los. Hallo miteinander, das Insektius-Turnier beginnt. So, jetzt. Ja, Leute, herzlich willkommen. Ich muss gerade ganz, ganz schnell auf die Aufnahme drücken, weil auf einmal passiert hier irgendwas. Und das war's auch schon. Okay, da reden wir mal mit dem Typen. Ich hoffe, das Mikro ist richtig eingestellt. Ich glaube schon. Hallo? Ja, müsste richtig sein. Okay. Der Sommer ist da und es ist Zeit für ein Insektikus-Turnier. Freust du dich schon? Natürlich tust du das. Wer kann dieser elektrisierenden Anspannung schon entgehen? Heute verschwimmen die Grenzen zwischen unseren Welten und dem Reich der Insekten. Die Regeln des Turniers sind simpel. Versuche in jeder Runde so viele Insekten wie möglich zu fangen. Eine Runde dauert 3 Minuten. Abhängig von deinem Ergebnis erhältst du von mir Punkte. Diese kannst du bei mir dann gegen sakrale Insektenrelikte eintauschen. Während das Turnier landen alle Exemplare, die du fängst, wie durchzaubernd im Insektenkäfig. Ich muss mal hier ganz kurz meinen Rechner, denn wir brauchen so ein Counter-Dings. Direkt hier im Pavillon. Die einzige Teilnehmervoraussetzung, also ein Kescher. Kein Taschenplatz nötig. Gut, bist du bereit, dich der Herausforderung des Insektikus-Turniers zu stellen? Die Erstteilnahme ist ganz und gar kostenlos. Oh, ich will teilnehmen. Wundervoll, ich bin überzeugt, dass du eine erleuchtende Erfahrung und viel Spaß haben willst. Gut, du hast 3 Minuten, um so viele Insekten wie möglich zu fangen. Ab 3 Exemplaren gibt es Bonuspunkte. Viel Glück, du wirst sicherlich über dich hinauswachsen. Sehr schön. Ich sehe noch gar nichts. Ziel ist es, 300 Punkte zu kriegen. Alter, hier ist ja nirgendwo was. Was ist das denn jetzt? Ich dachte, das wäre leichter als Fischen. Genau. Deswegen wird es heute auch 2 Parts geben. Einer kommt dann heute Abend, wenn ich dann die ganzen Punkte eintausche gegen irgendwelche, gegen irgendwelches Zeugs. So, hier haben wir einen. Ja. Misusu. Ich muss hier leider weitermachen, Misusu. Ich habe keine Zeit für dich. Aber ich sehe... Boah, Alter. Ich sehe hier fast gar nichts. Hey, hier ist ja nirgendwo was. Ach, lass mich hoch. Oh, da war glaube ich was. Nee, das war sie. Och Mann. Hallo? Da ist eine. Oh ne, Libellen. Libellen sind nervig zu fangen, das sage ich euch aber. Oh, Grashüpfer. Den haben wir auch noch. Oh Gott, ey, wir haben S2. Wir haben S2, ey. Boah, sind wir schlecht. Beziehungsweise bin ich schlecht. Da haben wir noch einen Sandläufer. 300 Punkte. Oh, das wird wieder eine Kackaufgabe, Leute. Sei euch aber. Ich dachte, es läuft besser. Bin ich echt ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm hier ist. So, wir gehen mal hier kurz runter. Hier ist nichts. Oder da unten vielleicht bei den Blumen. Nee, da ist leider nichts. Schade. Hier haben wir noch einen Grashüpfer, den ich nicht getroffen habe. 4. Super. Und weiter. Oh, da ist eine Biene. Zählt die auch? Ich glaube schon. 5. Ja, super. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Laufen wir mal. Da haben wir ein Dings. Schmetterling. Und ein Geschenk. Ach, Junge. Alter. Als ob. Mann. Okay, warte, hier haben wir nur eins. Ich hätte ganz gern noch das Geschenk schnell. Bevor das weg ist. Wo ist denn das? Ist das schon hier hinten? Wo ist denn jetzt das Geschenk hin? Da ist das. Treffe ich das? Ja, treffe ich. Super. Super, du. Oh, guck mal. Ah, oh, Kacke. Wo ist es? Nein! Okay. 6 Stück, Leute. Ich glaube, das ist nicht allzu gut. Aber wir haben ein Geschenk, Leute. Wir haben ein Geschenk. So, auspacken. Basketball-Trikot. Ah ja, stimmt, ne? Ich habe mich hier als
Insekt verkleidet. Ich dachte, vielleicht hilft mir das. Vielleicht. So, hallo, wie viele Punkte kriege ich? Ja. Und ab 3, wundervoll. Somit erhältst du 8 Punkte. Oh, 8 Punkte ist gut. Sehr schön. Okay, nächste Runde. Achso, kaufen wir alle ab. 3000, ja, mach mal. Mach mal. Ich denke, der Part wird ca. 45 Minuten lang, ja. Und dann gibt's heute Abend nochmal einen kleinen Part. So, Turnierteilnahme. Okay, klaro. Sehr schön. 8 Punkte. Fehlen nur noch 292. Hier war doch gerade ein Schmetterling, oder nicht? Oh, geh weg, du Schild. Okay, ich sehe hier gerade gar nichts. Geh ich nochmal links. Ich nehme eins. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, wo dieser schöne Schmetterling hingegangen ist. Oh, der ist oder? Ah, danke. Ritter ist auch da, aber wir schnappen uns mal eben dich. Bevor wir uns den Ritter da oben schnappen. So. Da, dich habe ich auch. Super. Oh, es läuft schon mal viel, viel besser als gerade. Bin auch der Meinung, Insektenfang geht viel, viel besser als Fische. Nee. Oh, ich hasse es aber, ne? Die Bällen hinterher zu jagen. Nee, komm, die Bälle nervt mich nur. Oh, da ist noch eine. Ja, ich hab sie. Sehr gut. Eine Quelljungfer sogar, die mir damals gefehlt hatte. So. Hier sehe ich gerade noch nichts. Und zack. 7. Oh, da haben wir 8 und 9. Sehr schön. Sehr gut. Das hole ich mir auch. Ich muss niesen, Leute. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Oh. Laufen, da hinten ist noch ein Schmetterling. Und ein Geschenk, wow. Oh, 10. Sehr schön. Wohin fliegt das? Nach links, okay. Muss ich mir gleich merken. Da haben wir auch noch ein. 11. Oh, das müsste ja Punkte geben, Leute. Okay, ich laufe da mal eben schon mal in die Richtung nach da hinten. Vielleicht sehe ich hier noch einen Insektikus. 12. Ah, den linken, den werde ich glaube ich nicht mehr kriegen. Nee, schade. Okay, den lasse ich da mal für die nächste Runde. Laufen wir mal ganz, ganz schnell zum Strand. Damit wir noch das Geschenk kriegen. Okay, ist das schon weg? Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich sollte es noch nicht weg sein. Wir gucken nochmal in den Himmel. Ja, wir gehen mal kurz hier hoch. Ah, da ist es. Und zack. Oh. Versuchen wir mal hier. Sehr schön.
Sehr, sehr schön. Wie viel hatten wir? 12 oder 13? Ist ja eigentlich ganz gut. So, was haben wir hier denn? Ein chinesische Strickjacke, okay. Nee, nee. Wir lassen mein Insekten-Outfit heute an. Ich warte ja immer noch auf ein paar Sommerrezepte, die mir noch fehlen. Ja. Vielleicht kriegen wir sogar 15, das wäre cool. Mal schauen. Hi. Falls du einen anderen Krabbelfreund suchst? Ja, ich nehme sie dir alle ab. 12 und ab 3 gibt es noch einen Bonus. Wundervoll, somit erhältst du 14 Punkte von mir. Okay. Hätten wir schon mal 22. Oh, ich wollte nicht schießen, sorry. Warte, wir rüsten schon mal unser Kescher aus. Ja, ja, kauf mal ab. Oh, 18.000 Euro. Das ist natürlich ein schöner Preis. So. Turnierteilnahme bitte. Ach, ich finde, die hätten dieses ganze Gespräch hier überspringen können, ey. Einfach, ja, gut, 500, danke, tschüss. Jetzt darfst du laufen. Mich hier nicht voll texten. So, hier hinten waren auf jeden Fall noch ein paar. Aber leider... Leider... Boah, Alter, ich hasse Libellen, Leute. Ich hasse sie. So, jetzt aber, danke. Da ist noch eine Libelle. Krass, da was. Als ob ich daneben gehauen habe. Egal, zwei. Zwei, zwei, zwei. Oh mein Gott, da ist schon wieder eine Libelle. Nee, ich will nicht. Ich wollte eigentlich nicht, dass du darüber gehst. Weil das ist auch ein Schmetterling. Ist natürlich besser. So, dich habe ich. Drei. Oh, da ist noch ein Wasserviech. Dich kann ich mir auch schnappen. Vier. So, ist der Schmetterling mittlerweile rüber geflogen. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Gehen wir mal hier hinten hin wieder. Das sind ja auch noch 10.000 zig Blumen. Ach, Kacke. Hätte ich anschleichen müssen. Da hätte ich anschleichen müssen. Vier ist schwach, Leute. Vier ist schwach. Aber hier unten ist auch nichts, ne? Also überhaupt nichts. Da unten. Also die, am meisten sind die irgendwie da die ganze Zeit in so einem leeren Dings. Oh, da ist noch einer direkt neben dran. Wo bist denn du? Da bist du. Sieben. So, dann gehen wir nochmal nach da hinten. War da einer? Nee, okay. Da rechts war was. So, acht. So. Komm, gib mir hier hinten noch was. Eine Gottesanbeterin? Nee. Da haben wir noch ein Weißkohling-Dings hier. Komm bitte. Oh na. Oh Gott. Komm bitte. Junge. Danke. Ich muss noch den da hinten kriegen. So. Schnell, schnell, schnell. Okay, okay. Rüber, rüber, rüber. Oh, rüber. Danke. Zumindest 10, Leute. Zumindest 10. Ja. Ich komme. Ja, hallo, Herr Carlsen. Ja, ja, bla, 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 bla. Genau, richtig, richtig.
Wundervoll. 12 Punkte, dankeschön. Plus 12. Haben wir schon mal 34. So. Und die von dir gefangenen Experimente nicht behalten willst, wende dich an mich. Mit Freunden befreie, kaufe ich sie dir ab, ja. Okay. Mal sehen. Ah, 8000, super, ich danke schön, danke dir. Wir haben jetzt 15 Minuten, in 15 Minuten haben wir 34 Punkte. Heißt, in einer Stunde hätte man dann ungefähr 100 Punkte. Oh, also danach noch 2 Stunden hier grinden, das wird dann Spaß, Leute, das wird dann Spaß. Achso, geht ja jetzt gleich schon los, da haben wir einen. Kacke. Oh, da beim Spielplatz ist was. Oh, das habe ich. Dich haben wir auch. 2. Also alles über 8 finde ich eigentlich ganz passabel. Da hinten haben wir noch einen Schmetterling. Ja, bleib mal hier. Oh nein, mein Gott. Ey. Ich bin so schlecht. Ich bin manchmal echt sehr, sehr schlecht. Aber zum Glück brauche ich hier nicht allzu die Geduld wie beim Angeln. Ich glaube, 3 Stunden angeln. Ich weiß nicht, ob ich das ertragen könnte, Leute. Ich bezweifle, dass ich jemals den Angelpokal kriegen werde. Den goldenen. Ich glaube, das wäre mir zu nervig. Und zu frustrierend, wenn ich da nichts hinkriege. Und die Fische mal abhauen direkt. Also, da haben wir nichts. Immer hier unten eben gucken. Wir haben aber auch nichts. Okay. Okay. Dann gehen wir nochmal hoch und dann gehen wir hinten her, glaube ich. Ist gar nichts mehr. Wir haben alle weggetötet. Weggetötet, Leute. Meine 6 ist besser als gar nicht. Och, der ist weg. Marienkäfer, den haben wir. Haben wir noch ein Dings? Schau ich mir ganz genau an, wohin der hingeht. Damit ich ihn dann nicht treffe, weißt du? Das ist mein Plan. 8. Super. So, komm. 2 sind doch noch drin. Da ist noch einer. Daneben. Daneben. Aber Mann, wieso farmen die denn hier meine Insekten hier ab? Finde ich nicht nett. Nicht. Da, oh, da haben wir noch einen. Sehr gut. Sehr gut, also mindestens 12 Punkte kriegen wir hier nochmal. Den haben wir auch, 11. Das sind 13 Punkte. Und? Ah, ich suche noch. Aber ich glaube, das wird nichts mehr in der Zeit. Nee. Hier ist auch nichts mehr. Okay, 11. 13 Punkte müssen es dann sein. Oh Gott, ich wollte dich nicht fangen. Mach ich gleich. Alter, Mann, wo ist der Überspringungsknopf? 13 Kills, super. Okay, Verkauf. Kauf mir alle ab. 11 Krabbe, Freunde, genau. Oh, das war ja wohl. Oh, ich habe außerdem B gedrückt. Och Mann. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Auf alles ab, bitte. Sollen wir eben fangen zum Insektenkäfig? Oh, nee, links ist ein Schmetterling. Das machen wir dann gleich.
Ja, ja, komm, mach hin hier bitte. Turnierteilnahme bitte, danke. Claro. So. Super. Oh Gott, der fliegt jetzt weg, oder was? Bleib hier! Oh Gott, ey. Zum Glück. Zum Glück, ey. Der entkommen, ne? Hätte ich meinen Controller genommen und den in die Ecke geschmissen. Nee, so. Sowas ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Dass ich so wütend war. Ich würde dann eher. Das würde ich dann eher machen, wenn ich wütend bin. Ich weiß es gerade gar nicht so. Genau. Denn ich werde sehr, sehr selten wütend. Also äußerlich wütend. Eher innerlich wütend vielleicht. Aber ich erzähle es dann keinen. Dass ich die Aktion zum Beispiel nicht. Oh, da ist ein Schmetterling und eine Heuschrecke. Auf dahin. Wir haben erst einen, das ist gar nicht so gut. Ah, da haben wir eine Libelle. Und hier unten war. Ach, da hinten war die Heuschrecke. Och Mann, ey. So, bevor. Ne, nein. Da kommt es nicht rüber, danke. So. Und den Schmetterling dann noch hier. So, bleib mal da, danke. So. Schnell. Oh, da haben wir auch was. Da haben wir einen Marienkäfer. So, dich haben wir auch. Super. Haben die Marienkäfer hier eigentlich andere Punkte? Also unterschiedlichere. So, den haben wir auch. Den Ritter. Falter. Dass die Heuschrecke den Schwung da geschafft hat, ne? Das ist schon beeindruckend. Dass er einfach übers Wasser gesprungen ist. Naja, ne? Wer kann, der kann. Würde ich mal sagen. Wer kann in der Ecke stehen? Die Heuschrecke auf jeden Fall. Oder beziehungsweise die Nasenschrecke. Ach, schon wieder ein Ballon, Leute. Ja, Ballons sind wichtig wegen Rezepten, Leute. Ich kann den nicht einfach hier so lassen. Oh, mein Schleuder ist kaputt. Naja, egal. Kescher, danke. Dich nehme ich mit. Oder hätten wir nochmal so ein Dings? Kommst du hier hin? Ah, super. Danke. Dankeschön. So. Das war es dann auch schon wieder mit der Runde. So, hallo. Ja. Acht und ab 3 gibt es einen Bonus. Wundervoll. Somit da jetzt 10 Punkte. Super. So, ich frage jetzt erstmal, was der Insektenkäfig ist. Insektenkäfig. Alle Exemplare, die du gefangen hast, werden zum Insektenkäfig hier im Pavillon tippen. Wow. Toll. Also nichts Neues, oder was? Wow, dankeschön, Herr Carlsen. Mal sehen. 8 Krabbelfreunde. Oh, das sind 2000. Ah, ne. 10.000. Super. Verkauft. Verkauft. Gibt es sonst noch irgendwelche Themen? Ich habe gesehen, dass der Upload-Filter jetzt also wieder weiter nach vorn kommt in Deutschland. Die wollen jetzt Feedback zu dem neuen Gesetz haben. Also zu dem Vorschlag. Und da kann man den jetzt momentan E-Mail schreiben. Was vielleicht noch besser gemacht werden könnte in der Vereinbarung. Genau. So, hier hinten war noch eine Nasenschrecke, die habe ich gesehen. Aber ist echt schwer, dahinter was zu sehen.
Deswegen laufen wir einfach wieder herum. So, die Blume ist eh schon kaputt. Hinten ist gar nichts, okay. Sehr schön. Hier ist noch nirgendwo was. Hier unten wahrscheinlich auch nicht. Nee, schade. Noch null. Ah, hier ist einer. Gespawnt. Super. Ein Kolibri. Und ein Zitronenfalter. Genau, das ist momentan so der Fall, ne? Corona verstärkt sich wieder weiter. Ich warte immer noch auf die Harry Potter Ankündigung. Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass die Biene nach einem Schlag abhaut. Okay, gut zu wissen für die Zukunft. Oh, da hatten wir noch einen Schwalbenschwanz. Den schnappen wir uns mal. Bleib hier. Ja, super. Und sonst weiß ich gerade gar nicht. Das SpongeBob-Spiel werde ich nicht spielen, weil das ist nicht meins. Okay, fang du den. Fang du den. Und ich dachte gerade, das wäre ein Marienkäfer, aber ist es gar nicht. Auf den Blumen irgendwas zu erkennen, ist aber auch hier maximal nervig. Ich sehe gar nichts auf den Blumen. Offene Fläche schon besser. Und irgendwie Schmetterlinge sind hier unten auch keine. Aber eine Libelle. Ah, komm, holen wir erst dich. Danach können wir auf Libellenjagd gehen. So, wo ist die gute? Da ist sie. Da habe ich dich. Quelljungfern bist du, oder? Ja, tatsächlich. Fass es nicht. So, hat er hier den. Da haben wir noch einen Schmetterling. 7. Sehr schön. Vielleicht schnappen wir uns noch einen. Dann haben wir nämlich wieder 10 Punkte. Insgesamt. Deswegen hoffen wir jetzt einfach, dass hier hinten nochmal was ist. Ah, da hinten ist ein Schmetterling. Huhuhu, ob ich den noch kriege, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Junge, ey. Nee, komm. Komm in mein Kescher. Super, 8. Nice. Nice, 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 nice. Ah. Gut. 8. Also wieder 10 Punkte. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich habe bald Gossip Girl endlich durch. 5 Staffeln, also zwischendurch ist es echt interessant, aber manchmal würde ich echt sagen, oh, nerv mich nicht. Die Serie ist kacke. 10 Punkte, ne? Ja. 67 Punkte haben wir schon. Super. Kaufen wir alle ab. Genau, dann schaue ich nach Merlin. Nochmal, weil The Curse kommt ja im Juli raus auf Netflix. Ist eine Serie über Nimue. Und für alle, die nicht wissen, wer Nimue ist die Königin des Wassers. Sie ist eine alte Priesterin, eine hochbegabte Zauberin. Und ja, oh ne, jetzt habe ich ihn umsonst gefangen, ne? Weil ich gar nicht in diesen Dings hier bin. Okay, Kescher. Ja. Genau, Nimue, ne? Die hat auch viel zu tun gehabt mit Merlin. Ich weiß nicht, wo es anknüpft, ob es etwas mit Merlin, die neuen Abenteuer, zu tun hatte, weil Netflix wollte früher von der Serie eine Fortsetzung machen, aber haben sich dann doch für The Cursed entschieden. Deshalb weiß ich nicht, ob es vielleicht ein Spin-off werden kann oder nicht. Denn Nimue war eine Zauberin, die Rache wollte dafür, dass Arthur Pendragon alle Zauberer töten ließ und ihre Familie abschlachtet. Kann man ihr nicht übel nehmen, finde ich. Ja, ich wäre auch ein bisschen wütend, wenn andere Menschen andere töten.
voll dann zu Unrecht, wenn die eigentlich gar nichts gemacht haben, außer dass sie Magier sind, ne? Naja, soll man da denn großartig machen? Ich weiß es selbst nicht. So, ich hätte auf jeden Fall den Magier nicht getötet. Danke. Nimue, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich hoffe auf mehrere Staffeln. Ich glaube, mit einer Staffel ist Nimue noch nicht auserzählt. Denn, ja, sie ist, glaube ich, nach Merlin so die mächtigste Hexe, Zauberer, whatever. Und ja. Oh, Mann, ey. Okay, dann schnappe ich mir erstmal dich da hinten. Oh, ein Schilling. Japanischer Schilling oder so. Schillerfalter. Oh, die schnappe ich mir auch. Danke. 6 Punkte. Und sonst schaue ich noch Vikings. Viele haben ja gesagt, Vikings ist viel besser als Last Kingdom. Ich persönlich muss aktuell sagen, dass ich das anders sehe. Ich finde The Last Kingdom um Weiten spannender. Und irgendwie viel, viel besser. Keine Ahnung. Also Vikings ist irgendwie momentan noch so, ja, okay. Ist halt eine Serie, aber eine Fortsetzung brauche ich aktuell noch nicht. Ich bin bei der 7. Folge. Ich streue mich noch ein bisschen, das weiterzusehen. Denn ich versuche momentan einfach nur Gossip Girl endlich fertig zu kriegen. Und ja, hatte ich auf Amazon gesehen? Ah ja, also Kicks habe ich auf Amazon gesehen. So eine Fußball-Wettkampfserie von Mädchen. Ich mag solche Wettkampfserien einfach sehr, sehr gerne. Deshalb schaue ich mir die auch sehr gerne an. Und ja, sonst schaue ich eigentlich momentan gar nichts. Ich möchte zwar eigentlich die ganze Zeit Detektiv Conan schauen, aber irgendwie mache ich es nicht. Vielleicht warte ich einfach nur auf die neuen Folgen von ProSieben Max, die irgendwann kommen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oh nein, da habe ich verkackt. Da habe ich zweimal sogar verkackt. Och man, die... Ich dachte, die können nur zweimal nach vorne sprinten. Ja, okay, schon wieder nur 10. Egal. Oder 11? 11? Ja, mach mal hier. Sonst auf welche Serien ich mich noch freue? Auf jeden Fall auf die Narnia-Serie, die irgendwann kommen wird. Denn Netflix Frankreich hat nämlich gesagt, ja, die arbeiten noch dran. Deswegen wird die Serie auf jeden Fall noch irgendwann kommen, früher oder später. Dann freue ich mich auch irgendwie tatsächlich über die neue Pokémon-Staffel. Denn die sah visuell wieder schön aus. Schöner als Alola. Kacke. Die habe ich nämlich nicht komplett gesehen. Ah, stimmt. Stimmt, Pokémon Schwarz und Weiß habe ich gesehen. Ach, da ist schon wieder ein Geschenk. Oh, ich hab keinen Schleuder mehr, Leute. Ich muss mir mal eben... Oh, dann sind die ganzen Schmetterlinge weg, ne? Egal. Ich muss mir mal eben eine Schleuder kaufen. Genau, die Pokémon-Staffel. Schwarz und Weiß habe ich durchgesehen. War, glaube ich, Staffel 14 bis 17, 18? Weiß jetzt gerade nicht. Ja. Ich glaube, mehr habe ich sonst momentan nicht gesehen. Nämlich. Die neue Pokémon-Staffel startet außerdem im Juli. Ich glaube, 3. Juli? Ich glaube schon. Auf Super RTL. Es gab auch Gerüchte, dass die Serie komplett, also nach Super RTL, noch auf Netflix kommt. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Deswegen mit Vorsicht beachten, ja? Danke. So, ich kaufe mir nochmal einen Kescher. Werde ich sicherlich heute nochmal brauchen. Sehr schön. Habe ich das eine Geschenk an dir aufgemacht? Nee, habe ich nicht. Oh, Sternis. Toll. Danke. Danke, danke. Was haben wir hier bekommen?
Irgendwas mit Insekten tatsächlich. Es kommt bald ein neues Update, ne? Habe ich das hier in Animal Crossing schon erzählt? Ich glaube nicht, ne? Gestern kam das Video raus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt am 3. Juli ein neues Update zu Animal Crossing raus. Da kann man nämlich schwimmen und da gibt es dann endlich meine Lieblingsmöbelkategorie. Find's generell schade, dass es hier nicht mehr so die Möbelkategorien gibt, ne? Also manche schon, aber echt nur wenige. Hä? Hab ich nicht. Achso, er labert nur. Ups, sorry. Hier war doch irgendwo der Falter, oder nicht? Okay, dann nicht. Dann laufe ich erstmal woanders her. Ich hab schon wieder irgendwas freigeschaltet. Das gibt's ja nicht. Och Mann. Bleib doch hier. Danke. Danke, danke. Sonst, ich würde mich wahnsinnig über eine neue Magi-Staffel freuen. Magi the Labyrinth of Magic. Mit Aladdin, Alibaba und so. Morgiana hieß sie. Genau, das wäre auch noch so ein Traum. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf die Fortsetzung von Sword Art Online, ne? Der vierten Staffel oder dritten Staffel, wie man oder ne, wie man es auch immer nimmt. Da gab es ja momentan eine Corona-Pause. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, sonst. Cool. Den hätten wir. In Boruto freue ich mich eigentlich nur auf die Folgen. Weil ich habe gesehen, auf Ask haben welche wegen Boruto gefragt, wie ich das finde. Ich schaue mir eigentlich nur die Folgen an mit Himawari, weil ich finde die irgendwie am spannendsten. Ich meine, der Rest interessiert mich nicht so hundertprozentig. Deswegen, ja, schaue ich nur die Folgen mit Himawari. Denn mich interessiert das Byakugan mehr als nochmal hier Boruto zu haben. Den zweiten Naruto, den hätte ich nicht gebraucht. Hätte ich einfach nicht gebraucht. Ja, gepair. Ach, ich müsste eigentlich auch mal wieder. Ach, kann man aber nicht so ansehen. Früher war es ja noch erlaubt, also Grauzone auf anderen Plattformen, Detektiv Conan mit Untertiteln zu schauen. Aber es ist momentan ja nicht mehr erlaubt. Deswegen lasse ich das auch sein. Hahaha, ich hab dir den geklaut. Ja. Deswegen habe ich die letzten 70 Detektiv Conan Folgen nicht mehr gesehen. Und bin nicht mehr up to date. Ich meine, wo kann ich's schauen, Leute? Wo kann ich's, schauen, ja? Legal schauen. Das weiß ich nämlich nicht. Netflix hat's nicht, Crunchyroll hat's nicht. Anime und Demand hat nur ein paar. Also hat nur die aktuellen Folgen. Und keine. Ne? Neun. Ist halt ein bisschen blöd alles. Ist alles ein bisschen blöd, Leute. So, gib mir mal 14 Punkte hierfür. 14 Punkte. Zwölf und ab drei. Gibt es noch mehr? 14 Punkte. Dankeschön. So, haben 91 Punkte. Cool. Sehr schön. Kescher habe ich noch, ne? Ja, habe ich noch. Okay, dann fangen wir mal wieder. Ach ja, erst verkaufen. Oh. Vergesse ich ja immer. Sonst freue ich mich auch über The Mandalorian. Aber nur weil da hier Dings vorkommt. Ahsoka Tano aus The Clone Wars. Also Mandalorian, habe ich ja auch schon mal erzählt, war nicht so meins. Weiß ich nicht. Irgendwie gefiel mir die Serie nicht. Aber egal. Turniert dein Name bitte. Für manche war es das Beste, aber für mich war es halt eher so, naja. Weiß ich nicht. Fand's einfach nicht gut. Obwohl nicht gut, also ich fand's nicht interessant und spannend genug irgendwie. So, einen haben wir.
Carlsen hat mir sogar gratuliert. Finde ich sehr, sehr nett. Dann haben wir noch einen Jadekäfer und eine Heusch-Dings. Zack. So, 3. Ich habe eigentlich gedacht, so in dem Part, mein Ziel wäre es, 100 Punkte zu kriegen in 45 Minuten. Und ich glaube, das schaffe ich sogar. Habe ich gut mit gerechnet. Gut eingerechnet. Erstmal dich, weil du bist schwerer. Also, ich weiß nicht, ob du schwerer bist, aber. Bist du gerade durch den Baum geflogen? Nee, ne? Habe ich mir eingebildet. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. So, dann kann ich nämlich gleich, wenn die Aufnahme hier aus ist, kann ich dann währenddessen Serien schauen, während ich hier dann hier Dingsybums. Am besten Gossip Girl, weil das nervt mich eh momentan am meisten, die Serie. Obwohl, nee, Vikings nervt mich etwas mehr. Muss ich nicht ganz so dranbleiben. Aber Vikings ist halt eine Story, ist eine bessere Story wahrscheinlich als Gossip Girl. Mal schauen. Ich glaube, ich schaue gleich Gossip Girl einfach, weil da muss man nicht so viel denken. Da kann man einfach nur schauen. So. Ist halt echt eine gute Nebenbei-Serie. Das kann man sagen. Kannst du entspannt Dead by Daylight oder sowas nebenbei spielen. Warte. Oh Gott, das war gar nichts. Mann, danke. So, komm. Ich brauch noch ein paar. Da haben wir noch einen Schmetterling. Da haben wir noch mal so einen Käfer hier. Den habe ich. Geil. Oh, neuer Rekord, Leute. Neuer Rekord. Ich sehe schon vor mir. 13. Nice. So, 14. Cool. Oh Gott, ich hätte so gern 15, Leute. Hätte so gern 15. Ich laufe jetzt mal eben rüber. 15. Oh mein Gott, wir haben 15. Oh, zum Schluss nochmal den Rekord hier. Den Rekord. Können wir den ausbauen vielleicht? Ah, hier sehe ich jetzt nichts. Schade. Schade, ich hätte den Rekord gerne ausgebaut. Aber macht nichts. Macht nichts. Cool. 15 Stück, Leute. Zum Abschluss finde ich das eigentlich eine ganz gute Nummer. Vielleicht gibt er mir dafür schon 3 Bonuspunkte. Das wäre sehr, sehr nett. Wir gucken mal, was er sagt. So. 15. Okay, wie viel kriege ich? 17, wow. Toll. Wie enttäuschend. Möchte ich dir für deine Hingabe danken. Dein Preis kommt dann mit der Post. Aber zurück zum Tagesgeschäft. Wenn du Punkte verdienst, werden sie automatisch zu deinem Punktekonto dazugerechnet. Sobald du genug Punkte hast, kannst du sie gegen mystische Relikte mit Insektenbezug eintauschen. Zwinker mir unfällig zu, wenn es soweit ist. Ja, das mache ich später auf jeden Fall. Wir verkaufen mal eben dann das Zeug hier. Kaufen wir alle ab. Sehr gut. Ja, Leute. Das war's dann mit dem ersten Part für heute von Animal Crossing New Horizons. Ich versuche, dass er jetzt um 13 Uhr noch rauskommt. Wir haben aktuell 9.44 Uhr. Das sollte er endlich schaffen. Und dann kommt der nächste Part dann vielleicht um 16 Uhr. 16, 17 Uhr oder 18 Uhr. Irgendwie um den Dreh. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.